Ja, Stella, die Amel dari Sungai. Ich heiße Jeni und bin 13 Jahre alt. Hier im Steinbruch am Fluss arbeite ich jeden Tag. Nur sonntags ist keine Arbeit. Meine Mama arbeitet auch hier, aber mein Vater ist schwer krank. Der ist zu Hause. Insgesamt sind wir 4 Kinder in der Familie. Wir holen die Steine aus dem Fluss. Meine kleine Schwester hilft mir mit der schweren Schubkarre. Wenn wir die Steine gesammelt haben, dann zerkleinern wir sie und dann verkaufen wir sie. Die Arbeit ist hart. Ich werde schnell müde und es ist sehr heiß. Meine Beine jucken, weil mich die Ameisen beißen. Wenn ich die Steine mit dem Hammer zerschlage, treffe ich manchmal meine Hand und es blutet. Wenn es schlimm ist, gehe ich nach Hause. Ich bin bis zur 4. Klasse zur Schule gegangen. Aber ich musste aufhören, weil mein Vater krank ist und nicht mehr arbeiten kann und wir kein Geld haben. Aber ich würde gerne wieder in die Schule gehen. Ich war fleißig in der Schule. Später möchte ich nämlich gerne Lehrerin werden, weil ich Kinder schlau machen möchte. Ich bin Citra. Ich helfe meinem Vater bei der Arbeit im Steinbruch. Es ist hart, mit den Steinen zu arbeiten. Sie sind schwer und spitz. Aber ich helfe meinen Eltern trotzdem gern. Ich koche morgens und abends, wasche die Teller ab und fege unser Haus. Meine Mutter kümmert sich um meine kleinen Geschwister. Ich habe insgesamt 9 Brüder und Schwestern. Zur Schule kann ich nicht mehr gehen, weil meine Familie das Geld für die Prüfungsgebühren und die Schulbücher nicht bezahlen kann. Wir sind arme Leute und jeder muss mithelfen. In die Schule würde ich gerne wieder gehen. Die Schule mag ich sehr gern. Wir haben hier auf der Insel Nias mit ganz vielen Kindern gesprochen, die extrem hart arbeiten. Teilweise den ganzen Tag lang und die nicht nur sehr anstrengende und ungesunde, sondern auch gefährliche Arbeiten machen. Diesen Kindern wollen wir dringend helfen. Wir müssen auch den Schulabbrecher eine Chance geben, dass sie sich verpasst haben, nachzuholen. Dafür gibt es eine Möglichkeit bei informellen Bildung. Und auch müssen wir zusammen mit den Eltern, mit der Regierung und anderen Stakeholders, heißt zum Beispiel auch den Unternehmern, arbeiten und eine Aufklärungsarbeit machen. Und wir müssen sie davon überzeugen, dass bei harten Arbeit keine Kinder mehr eingesetzt werden.